Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greif dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia. Wie ihr schon sehen konntet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, dann gehen wir mal direkt los, würde ich sagen. Ohne groß rumzueiern. Ja. Kommentar des Tages. Aussage des Tages. So viel zu übrigens zu können, keine Frauen und Kinder, ne? Krass. Du interessierst dich für knallige Sachen. Jupp, yep, mach ich. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Sonst noch? Achso, da. Weißt du noch, als das Hotel Corleone richtig anständig war? Okay. Beretta. Oder nee, ist doch kein Taschenrevolver, oder? Ja, wollte ich schon sagen. Der Puff, zu dem du gehst, ist seit 29 auf dem absteigenden Ast. Aber die Mädels sind immer noch hübsch.
Na gut. Schrotflinte auf jeden Fall auch. Ja. Kann nicht mitleben. Der Ausrüster. Das irgendwann lernen. Man muss eine Sache endgültig erledigen. Alles klar. Steig ein. Wir müssen reden. Machen wir. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Gute Idee eigentlich, ne? Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Machen wir auch so. Stehe ich einfach mal. Halt einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Gilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Ich habe irgendwie jedes Mal... Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? Ich habe irgendwie jedes Mal bei solchen Spielen... nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trillern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. So, jetzt kann ich, glaube ich. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Polly kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, bist du schon immer so gefahren? Ja. Wo war ich gerade? Ach, ja. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Ich hab jedes Mal bei solchen Spielen immer das Gefühl, auf dem Weg zur Mission, das bleibt nicht dabei. Das ist egal, ob am Anfang, Mitte oder Ende. Das wird immer irgendwie ausufern in irgendeine Kacke. Nein, geh doch aus dem Weg. Direkt die Polizei in der Nähe. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. Boah, die kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt erstmal so eine schöne Verfolgungsjagd wäre jetzt echt toll. Yay. Aber ich bin gerade schon aus Versehen mehr oder weniger die ganze Zeit mit Tempomat rumgefahren, ne? Voll unnötig, aber egal, safety first. Nein! Aussteigen, der Hund hat einen Anfall bekommen.
nicht gedacht. Ey, du benimmst dich da drin, okay? Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich hab nur die Tür im Auge. Ja, super. Hallo, Hübscher. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt nee, nicht so eins. Kennenlernen. Keine Eile. Oder? Nimm dir einen Drink. Entspann dich und genieße es. Nein, erstmal das Mädchen, ne? Willst du Spaß haben? Hier entlang, Süßer. Ist doch oben in den Zimmern. Hey, guten Tag, Sir. Hinten steht jemand, der macht Terz wahrscheinlich, wenn er mich sieht. Oder bei dem kann ich Alarm auslösen, keine Ahnung. Na gut, ich glaube nicht, dass der jetzt Terz macht, wenn er mich mein sieht. Würde gar keinen Sinn machen. Hätte der ja schon am Eingang Terz machen müssen. Du kennst die Regeln, Dottie. Ich gehe mal hoch. Willst du Spaß haben? Ja, ja, ja. Entlang, Süßer. Hoch, hoch, hoch. Tür eintreten. Stand da nicht irgendwie... Nee, kein Dialogverlauf. Hat der Hund mich so abgelenkt, dass ich ganz verpeilt habe, ob der irgendwie eine Zimmernummer gesagt hat. Meine Güte. Alle Mädchen sind unten. Ach so. Ach so ist das. Wer ist hier drin? Haben wir da so ein... Auch wieder so ein Krawallmacher? So behandelst du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte! Tja, einstecken ist nicht deine Stärke, oder? Tut mir leid, hab's nicht so gemeint! Gerade eben aber schon, du Bastard! Mach ihn alle schauen. Vielleicht muss ich auch erst den Manager erledigen und dann... Und dann mit Michelle reden. Ja, wird wohl so sein. Oder vielleicht hier oben. Michelle, wo bist du? 202. Warte mal. Michelle, 208. Aha. Was? 210? Das ist das 201. Okay, dann ist da Ende. Also hier ist Ende. Okay. Dann haben wir hier 209. Dann ist da vorne. Normalerweise würde ich sagen 208. Ja. Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid.
Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Ja. Ja, das war effektiv, würde ich sagen. Reibungslos verlaufen. Was? Dreieck. Mitteilung des Managers. Michelle, du wirst morgen den ganzen Tag mit Morellos Jungs im Zimmer 208 sein. Ich werde unten in der Lobby sein und sie hochschicken. Sie bekommen, was sie wollen und so viel sie wollen. Wenn du Probleme machst, verlierst du deinen Platz. Es gibt genügend Mädchen wie dich. Komm in diesem wunderbaren goldenen Negligé in mein Büro im oberen Stock, wenn du meine Meinung ändern möchtest. Okay. Obersten Stock außerdem. Und irgendwie war der eine Satz komisch vorgelesen. Naja. Was willst du machen? Jetzt könnte ich überall die Türen eintreten. Oder ich... Das dauert zu lange. Die sind eh beschäftigt, aber warum... Warum habe ich hier so eine Markierung? Was? Ich drehe jetzt einfach die Tür ein. Moin. Keiner da. Was ist denn hier los? Wieso habe ich hier eine Markierung? Komisch. Oder ist eine Etage weiter unten? Naja, was? Das kann man ja nie ändern. Meine Güte. Boah, der gibt aber Vollgas. So, auf zum Manager. Was? Voll übertrieben laut. Quer durch die Lobby. Wahrscheinlich nicht die Tür richtig zugemacht. So, wo ist denn der Manager? Wahrscheinlich da oben links auf der Karte. Ich frage mal so doof nach. Sind vor einer halben Stunde gekommen. Na gut. Noch irgendwas? Ein Drink. Werden Sie sich umsehen? Nö. Muss nüchtern sein beim Morden. Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Kann ich dann irgendwie so einen auf Hitman machen? So als hier. Im Zimmer zu schlafen ist kein Problem für mich. Auch Barkeeper machen, Getränk vergiften. Anders wär's mir lieber, aber ist schon okay. Wir sind glücklich. Gibt's hier eine Fluchtmöglichkeit? Vielleicht dann von mir aus. Erschießen. Und dann hier flüchten durch die Küche. Mal gucken, haben wir den Fluchtweg? Okay, da stehen zwei. Aber lieber zwei und dann hinten rum raus als, einmal quer durchs Hotel. Okay. Naja, aber nicht mit der Schrotflinte. Das geht nur dann los. Kriegst einen Kopfschuss. Was? Der braucht zwei Köpfe. Ja gut, deswegen hat er Salieri gesagt, immer zweimal in den Kopf wahrscheinlich, ne? Entschuldigung. Der Plan ist nur halb aufgegangen. Einfach mal durchrennen. Achso, ich muss noch ins Büro, oder? Stimmt ja, da war noch was.
Aber so habe ich den ganzen Weg quasi noch vor mir, also auch alle Gegner direkt vor mir, so gesehen. Kann mich keiner flankieren. Hat die auch was Gutes. Was Gutes. Ja, die stehen da alle zwei Räume weiter, wie es so aussieht. Ich brauche erstmal Heilung. Oder? Ja. Was? Heilung. Heilung, hallo. Nee, man sieht keinen. Schade. Schade. Vielleicht kann ich die ja flankieren. Daher. Der ganze Umweg. So. Da stand ja gar keiner. Sehr gut. Waren da alle? Aber hier. Terminkalender. Leute von Morello. Michelle, Zimmer 2. Ach so, hätte ich auch da herausfinden können. Okay. Egal. Habe ich ja gefunden. Hätte, glaube ich, auch mehr Alarm gegeben, wenn ich einfach mal so da reinlatsche. Denkst du, ne? Denkste. Kann ich? Oder kann ich nicht? Steht da noch einer? Da. Da drüben. Oh. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen getriggert. Ach, da oben läuft er. Du gehst heute drauf. Ja gut, ich würde sagen, die oberen Etagen gehen wir dann im nächsten Part. Oh, warte, den nehme ich mit. Okay, cool. das machen wir im nächsten Part dann, die oberen Etagen des Hotels und das Büro dann dementsprechend natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Ansehen und wünsche euch was natürlich und hoffentlich auch bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.